Wenn du eine neue leere Word-Datei öffnest, so hast du ja bereits Formatvorlagen drin. Die siehst du einerseits hier oben in dieser Palette oder wenn du diese Formatvorlagen als Liste einblendest. Ich bin bekanntlicherweise nicht so glücklich über diese farbigen Überschriften und vielleicht ist auch die Standardschrift nicht gerade deine Lieblingsschrift. Das kannst du jetzt hier ändern. Bevor du irgendetwas geschrieben hast, gehst du auf Ändern, wählst eine andere Schrift. Nehmen wir an, diese Seago gefällt dir jetzt. Die Standardschriftgröße reicht aus meiner Sicht bei 10 Punkt. Du könntest auch den Absatz noch ändern. Ich möchte noch eigentlich keinen speziellen Absatz, dafür mehrfach 1,2 oder 1,2, je nachdem. Und da ist jetzt wichtig, dass du nicht diesen Punkt markierst, nur in diesem Dokument, sondern neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente. Jetzt ist die Standardschrift für alle künftigen Dokumente definiert. Dasselbe machen wir für die Überschrift 1. Auch die ändern wir. Die soll ebenfalls diese Seago sein, in meinem Fall 18 Punkt fett schwarz oder automatisch. Und auch hier soll diese Vorlage für alle künftigen Dokumente verwendet werden. Als nächstes noch die Überschrift 2. Auch hier nochmals dasselbe. Einfach mit einer kleineren Schriftgröße, 12 Punkt und automatische Farbe und Fett. Den Absatz mache ich etwas größer, bei nach nehme ich mal 6 Punkt, das kann man immer noch ändern. Auch hier wieder für alle künftigen Dokumente, okay. Allenfalls musst du dann noch weitere vordefinierte Formatvorlagen von Word ändern. Das kannst du aber jederzeit auch später noch machen, wenn dich etwas stört. Wenn ich jetzt diese Datei schließe, nicht speichern und Word erneut öffne, so siehst du, sind nun diese neuen Formatvorlagen bereits enthalten und in Zukunft musst du dich nicht mehr über diese farbigen Überschriften ärgern. Leider lässt sich diese Standardvorlage, sie wird auch normal dot genannt, nur speichern, wenn du auf einem Computer einen persönlichen Account hast. Auf vielen Schulcomputern werden hingegen mittlerweile alle persönlichen Daten bei der Abmeldung gelöscht und da funktioniert es dann leider nicht.